Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir haben heute Dienstag und es ist jetzt 6.06 Uhr. Und Julia und ich, Jari und ich, sind schon seit 40 Minuten ungefähr wach. Julia ist schon zur Frühschicht. Und Mila schläft noch. Ich bin super müde, total kaputt. Die letzten drei Nächte, würde ich sagen, die letzten drei oder vier schon, ich glaube drei, sind wieder so unruhig. Also er ist so oft wach und findet nicht direkt wieder in den Schlaf. Und ich fühle mich echt total gerädert. Und dann ist er halt zusätzlich auch noch so früh wach. Gestern Abend ging's, davor die Abende, waren aber auch die Abende total unruhig. Keine Ahnung, woran es jetzt aktuell liegt. Die Schläfchen sind tagsüber aber auch so ein bisschen durcheinander. Vielleicht liegt es daran, vielleicht kommt ein Zähnchen. Es ist, wie es ist, ne? Jetzt wollte ich ihn mal eben umziehen, fertig für den Tag machen. Nachher geht es nämlich noch allemal schön wieder zu Kia, also zu meinem Autohändler. Ich muss da nämlich auch mal hin, weil meine Reifen neu gemacht werden. Ich brauche neue Reifen. Genau. Es ist mit zwei Kindern natürlich so ein schönes Geraffel irgendwie. Also ich dachte, Mila hätte die Woche schon wieder Kita, aber er ist nächste Woche Donnerstag. Und deswegen fahren wir alle mal hin. Und dann muss ich natürlich irgendwie wegen dem Leihwagen die ganzen Kindersitze raus und da wieder rein. Und naja, so. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, was Jari anziehen kann. Wie viel Grad sind es denn? Ist jetzt gut, ein bisschen abgekühlt. 16 Grad sind es gerade draußen. Es soll noch 25 werden. Ja, dann wollen wir mal schauen, was er anziehen kann. Jari hat sich hier diese Hefte geschnappt. Die hatte Mila hier damals schon. Die sind richtig gut. Die sind vom Carlsen Verlag auch. Das sind die Baby-Pixie-Bücher und die sind unkaputtbar. Also wasserfest, reißfest, schadstofffrei. Und Jari findet es momentan nämlich so toll, die Bücher und Hefte immer in den Mund zu nehmen. Da hatte er nämlich von Mila schon so ein paar in der Hand. Ja, du willst die Kamera, ne? Und bei denen, da kann er rumknicken, reißen, so viel er will. Upsi. Da passiert dann nicht so viel, ne? Gib alles. Und Jari ist so zerstochen hier an der Seite. Der hat ordentlich Mückenstiche, ne? Ja. Ey du, wir wollen dich mal anziehen. Also irgendwo hier im Zimmer muss auch noch diese Mücke sein. Die ist uns heute Nacht nämlich um die Ohren geschwört. Also dieses Geräusch, das, oh, ich hasse das ja, wenn die einen so ums Ohr schwört. Und dann macht man Licht an und guckt, wo es ist. Und dann sieht man sie natürlich nicht. Aber ja. Na, räumst du aus, die Steine hier? Was machst du da? Wolltest die Steine rausholen, ja? Ja, räum mal aus, alles klar. Was ich jetzt aber gerade noch sagen wollte, ich habe für ihn jetzt schon so Mückenpflaster bestellt. Ich glaube, die sind in diesem Zitronella, was ja Mücken irgendwie nicht so mögen. Also ich hoffe, dass die wirklich helfen, diese Pflaster. Und die kann man dann einfach zum Beispiel auf den Schlafanzug kleben oder irgendwo in der Nähe des Babybettes. Und ich setze all meine Hoffnung da rein, dass was taugt und er nicht noch weiter zerstochen wird. Lass mal los. Ja, lass mal los. Guck mal. Bitte schön, so ist doch viel besser. Jari sagt Bruno hier guten Morgen. Gerne krabbelt er auch mal direkt bis zu Brunos Körbchen. Aber so ganz lassen wir ihn natürlich nicht ran. Bruno soll ja auch in Ruhe hinten seinen Platz haben. Und Jari macht hier schon die Treppen unsicher. Also wenn man ihn lässt, dann kommt er, ich weiß nicht, bestimmt bis zur dritten, vierten Stufe. Aber ich habe jetzt schon ein zweites Treppenschutzgitter hier bestellt. Ich hoffe, das kommt pünktlich an. Aber ja, da ist er echt flink momentan dabei. Ja, Jari. So, wollen wir gleich mal runterkommen? Mama will sich einen Kaffee machen. Genau, komm dann mal runter. Ja, du willst immer höher, weiter, ne? Ja.
Und jetzt wird es Zeit für eine Tasse Kaffee, beziehungsweise ich trinke ja mal Latte Macchiato. Und darauf freue ich mich nach der Nacht jetzt auch sehr. Latte Macchiato haben wir. Na, was hast du hier so getrieben? Alles runtergerissen vom Tisch? Oh. So viel dazu. Oh, ich bin so müde. Wieder so richtig diese Müdigkeit, die eigentlich klar denken lässt. Aber mal gucken, wie es den Tag über so ist. Irgendwie muss es ja gehen. Wir haben es jetzt 7:30 und Mila ist auch aufgewacht. Jari krabbelt jetzt gerade schon in Milas Zimmer. Aber da gibt es ja auch immer was zu entdecken. Und jetzt müssen wir Mila dann noch eben fertig machen. Dann müssen wir mit Bruno raus und dann eigentlich schon wieder los zu Kia. Weißt du schon, was du anziehen möchtest, Mila? Ja, aber ja, ganz schön. Ja, dein Duplo-Haus ist wieder ganz, ne? Nachdem Jari das gestern ein bisschen zerstört hatte. Weißt du, wer das neu gebaut hat? Nein. Mama hat das wieder ein bisschen zusammengebaut. Wusstest du, wie das war? Nö, ich habe einfach nach Gefühl zusammengebaut. Ist das gut so? Mhm. Super. Dann habe ich hier die Treppe rangemacht. Ja, ne? Schön, ne? Geworden. Ja, und hier stehen die Autos, denen Lehmann gehört. Das gehört der Papa. Aber wo ist der Papa? Das weiß ich nicht, Mila. Musst du mal suchen. Hm? Der Papa ist da. Und Jari möchte scheinbar ein Buch lesen? Hier. Hier ist. Na, welches soll es denn sein, Dschungermann? Hier ist irgendwo der Papa. Ja? Nein, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wen du genau suchst, ehrlich gesagt, Mila. Den Duplo-Papa, ach so, ich dachte schon unser. Weil der ist nämlich auf der Arbeit. Und der hat ja auch nicht in so eine Kiste gepasst, ne? Ja, die schläft und wie ihr gehört habt, da aus dem Zimmer ganz leise rauszukommen, ist echt ein Ding der Unmöglichkeit, weil dieser Boden so knarzt und die Treppe. Aber eigentlich, wenn er schläft, dann geht's eigentlich. Also so oft ist er davon nicht aufgewacht. Und Mila habe ich jetzt in der Zwischenzeit mal eben die Sendung mit der Maus angemacht. Aber es hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Das erste Schläfchen geht ganz gut momentan. Aber über den Tag, mal gucken, wie es jetzt noch so wird. Also weil, wie gesagt, momentan ist so ein bisschen der Wurm drin, aber gut. So, wenn er jetzt eine Stunde noch schlafen würde, wäre das gar nicht so schlecht und dann können wir dann entspannt los. Ja, also ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch. Es ist jetzt kurz vor 9 und 9:30 habe ich einen Termin. Deswegen müssen wir jetzt Jari erkennen, wie der Presch schon vor. Machst du ganz vorsichtig, guck mal am Rücken, sonst so ganz vorsichtig. Wollen wir nicht auf? Ja. Wahrscheinlich, weil er die Nacht so wenig geschlafen hat und Schlaf jetzt nachholen will, aber ja, wir müssen ja los. So, kleiner Mann, dann wollen wir dir mal noch eine Jacke anziehen, weil gerade ist echt noch ein bisschen frisch draußen. Wir wollen los, kleiner Spatz. Los, ja, komm hier. Komm. Er sieht Bruno. Hä? Jari, wir wollen los. Wie das Trinkflasche nochmal eben einpacken. So. Wir sind bei Kia angekommen. Jetzt die beiden hier hinten erstmal aussteigen lassen. Babyschale muss ich mitnehmen, Milas Kindersitz. Und dann werden wir mal reingehen. Und dann bin ich gespannt, was wir für einen Leihwagen kriegen. Wir haben jetzt einen Kia Stonic bekommen. Die beiden sitzen schon drin.
Und ja, dann geht es jetzt erstmal wieder nach Hause. Was hast du zum Auto gesagt? Wie findest du das Auto? Schön, sagt. Oh, schön. Hier hat jemand aber laut gehört. Fahren Sie vorsichtig. Ja, ich fahre vorsichtig. Danke. Oh, was ist denn hier alles an? Hier ist so viel Technik mehr. Das irritiert mich immer. So. Gehen wir mal ein bisschen runter. Lutschbonbons sind hier leider nicht drin, Mila. Hast du alles gemacht, das bunte Band da? Achtung, Tür schließt sich. In 3, 2, 1. Rums. Unseren Vorgarten darf man eigentlich gar nicht zeigen. Es sieht so, so schlimm aus, aber ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, wir haben jetzt ja irgendwie überhaupt nichts mehr gemacht, weil der jetzt ja neu gemacht wird, also komplett neu. Also der ganze Bereich hier vorne kommt zum Beispiel weg, es wird komplett neu gepflastert und hier wird auch noch mehr gepflastert und dann bleibt nur so ein bisschen grün. Ich zeige euch das irgendwann nochmal genauer, aber ja, deswegen hat man hier irgendwie gar nichts mehr gemacht. Wir haben es jetzt kurz vor 11 und ich habe eben den Brei für Jari gemacht, der hat jetzt nämlich Hunger. Muss ich nur noch eben umziehen? Ja, es gibt Essen. Und dann kann er essen. Und probieren hatte ich den jetzt nämlich hier gerade drin. Und das ist Romanesco, Zucchini, ganz bisschen Karotte und Reis. Genau, das fülle ich jetzt mal eben um. Und dann kann es schon losgehen. Ich habe jetzt nur auf der Waage stehen, weil ich gucken wollte, wie viel da jetzt rausgekommen ist. Na? Ja, das ist eine gute Portion. So 200 um den Dreh ist da meistens. Ja, gute 200 sind das jetzt. Löffel noch. So, Dschungelmann, gibt Essen. Ja? Schmeckt das gut? Ja, scheint zu schmecken. Reis hatten wir jetzt noch nicht so oft. Mach langsam, Spatz. Eigentlich wollte ich jetzt Couscous machen, aber Couscous hatte ich nicht mehr. Deswegen gab es Reis, ne? Lecker. Mila macht hier einen sogenannten Hundesprung, wie sie sagt. Sagt, das können nur Hunde. Ne? Das können alle Hunde. Das können auch Susis und Sträuche, alle Hunde. Okay. Auch Bruno. Ich war einfach der Stufe, ich war wieder auf dem Teppich. Wow. Das war ein ganz schön weiter Sprung. Und ich versuche hier gerade irgendwie Jari umzuziehen, aber momentan ist Windel wechseln und umziehen, das ist ein Akt. Komm, du kannst mal eben wuseln. Der dreht sich wie verrückt, also man hat so 3 Sekunden. Also ich meine, das werden ja auch viele von euch kennen, aber diese Phase ist so anstrengend, weil dann sitzt die Windel nicht richtig oder ja. Ich meine, er sitzt ja zum Glück, dann kann ich auch ihm im Sitzen teilweise irgendwas anziehen oder er stellt sich hin und dann ziehe ich ihn dann irgendwie weiter an, aber das dauert echt. Ja, genau. Eben umziehen und dann geht es auch schon wieder für ihn ins Bett. Wir haben es jetzt gleich 10:45, also so eine Viertelstunde. Ja, und er geht schon wieder hier zu den Treppenstufen. Macht sich schon wieder auf und davon. Ich gucke mir das gleich an. Und weg ist er. Und Mila hat in ihrem Zimmer alles gegeben. Das sieht hier aus. Naja, man kann es ja wieder aufräumen. Mila hat nämlich einmal ihr Bällebad komplett geleert, weil das jetzt ihr Hundekörbchen ist. Und sie da mit ihren ganzen Tierchen sitzt. Also mit ihren ganzen Kuscheltieren. Dann willst du da sitzen? Ich muss Jari jetzt gleich ins Bett bringen. Aber danach nehme ich da gerne Platz. Dann können wir uns da alle zusammen reinkuscheln. Genug Platz. Genug Platz für alle? Super. Nicht für Nele und die Nachbarn. Nicht für alle. Nicht für alle, nur für uns, ne? Nur für die Familie. Ah, nur für die... Super. Okay, aber nachher hast du dann auch ganz schön was zum Aufräumen, ne? Ganz das ist Bälle, für die ganze Familie. Das ist der Fluch, glaube ich, von einem Bällebad, oder? Ich meine, bei wem sieht es da auch so aus? Was ich eben noch sagte, mal gucken, wie lange er schläft. Mal 30 Minuten, mal 1,5 Stunden. Heute waren es dann eben nur die 30 Minuten. Ne? Ja, dann musst du nachher auf jeden Fall nochmal schlafen. Das kommt sonst nämlich nicht hin. So, Mila, hast du Hunger?
Mhm. Mhm. Wollen wir an den Tisch stecken, hä? Los geht's. Ja, kannst du ja machen, Schatz. Lila sagt, sie will das Pflaster drauf machen. Ich muss mir nämlich jetzt eben Pflaster holen. Da sollte es nämlich eben schnell, schnell gehen. So wie es dann ist. Und da ist mir das Glas aus der Hand gerutscht, weil ich mir Leitungswasser holen wollte. Und es ist zersprungen. Und ich habe, weiß nicht, weil ich es nur auffangen wollte, direkt irgendwie reingegriffen. Ich habe in letzter Zeit echt zum Glück. Hier am Daumen habe ich mir letztens richtig gut die Haut abgesäbelt beim Gemüseschneiden. Ja, und jetzt brauche ich ein Pflaster. Mila will mich verarzt. Pflaster habe ich. Hier Licht ausmachen und dann kann Mila mich gleich verarzten. Jari habe ich mal eben hier in den Laufstall gesetzt. Ne? Aber du stehst immer und guckst, ne? Mit den Sachen spielst du gar nicht. Ja, Ich bin Ärztin. Du bist Ärztin, ich weiß. Du machst das so gut. Weiß auch. Ja, ein bisschen tiefer, glaube ich, musst du, Schatz. Ich weiß nicht, ist das richtig drauf? Natürlich. Natürlich? So, fertig. Mila Arzt. Ich will mal eben an dieser Stelle den Vlog beenden, denn hier geht es gerade irgendwie drunter und drüber. Mal davon abgesehen, dass hier so völliges Chaos herrscht, ist Jari auch nicht besonders gut drauf. Also, wenn ich mich jetzt entferne, gibt es auf jeden Fall Gemecker. Eigentlich ging eben auch nur Arm. Aber mit seinen 9 Kilo schafft man das nicht lang. Du willst dich an mir hochziehen, ne? Ja, und irgendwie, ich hatte mir jetzt ja einen Finger geschnitten. Wenn es einmal schlecht läuft irgendwie, ne, dann ist mir jetzt die Käsesoße noch richtig angebrannt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Topf noch retten kann. Was war denn eben noch? Ach so, dann ist mir einfach, ich wollte mit meinem Teller nochmal Gemüse holen. Das komplette Gemüse auf den Boden gefallen, vom Teller gerutscht. Also, weiß nicht, man hat so Tage, ne? Da läuft es dann irgendwie nicht. Und ja, ich will hier gleich mal eben ein bisschen klar Schiff machen, also ein bisschen aufräumen, Küche und ja, dann mich um Jari und Mila weiter kümmern. Kleiner Mann hier, macht sich schon wieder irgendwo hin auf den Weg. Genau, und deswegen beende ich den Vlog jetzt an dieser Stelle und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, meine Lieben.